Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 58. Einsicht ist der erste Weg. In der vorletzten Zaubertrankstunde vor den Ferien sagte Severus mit gemächlicher, fast einlullender Stimme zur Klasse, während er seine Augen über Pergamente schweifen ließ. Am heutigen Tage werden wir den Trank herstellen, den wir in den letzten zwei Wochen bereits in der Theorie durchgenommen haben. Nächste Woche werden wir die letzte Unterrichtsstunde vor den Sommerferien dann dazu nutzen, um die missglückten Tränke, die einige der Anwesenden heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zusammenpanschen werden, genauer zu betrachten, um zu analysieren, bei welchem Verarbeitungsprozess das schwerwiegende Malheur stattgefunden hat. Trotz der umfangreichen Vorbereitungen will ich mich nicht der Hoffnung hingeben, dass der heutige Tag ohne einen Zwischenfall verstreichen wird. Jetzt erst blickte Severus auf und warf zwei Schülern, deren Fähigkeiten in Zaubertränke brauen, weit unter dem Durchschnitt lagen, je einen warnenden Blick zu, bevor er seinen Zauberstab zur Tafel richtete und die Kreide gleich darauf von allein das gesamte Rezept samt Zutaten für alle Schüler lesbar niederschrieb. Bitte holen Sie jetzt die benötigten Zutaten aus den Vorratsschränken, wies er an. Gerade als Ginny aufstand, um zu den Vorratsschränken zu gehen, sagte Professor Snape in kühlem Tonfall: Miss Weasley. Als er ihre Aufmerksamkeit erlangt hatte, erklärte er ihr mit ruhiger Stimme: Sie werden jetzt das Klassenzimmer verlassen und in der Bibliothek die Seiten 418 bis 422 lesen und mir morgen eine Abhandlung über das Gelesene überreichen. 30 cm Pergament sollten ausreichen. Einige Schüler, die seine Worte gehört hatten, hielten staunend inne. Doch nach einem auffordernden Blick seinerseits fuhren sie mit ihrem Vorhaben fort. Miss Weasley blickte ihn böse durch zusammengekniffene Augen an und wagte tatsächlich, ein Widerwort zu geben. Sie wollte den heutigen Trank brauen, woraufhin er mit schmieriger Stimme sagte: 5 Punkte Abzug für Ihren Ungehorsam, Miss Weasley. Professor Snape, Sie können nicht einfach, begann sie, doch er unterbrach sie, indem er mit ausgestrecktem Arm und starrem Zeigefinger zu seinem Büro zeigte. Wortlos ging sie, vom Professor gefolgt, durch die Klasse bis zur Tür seines Büros, die er ihr höflichkeitshalber öffnete. Drinnen begann sie sofort damit, ihre Entrüstung kundzutun, doch er unterbrach sie und forderte: Nennen Sie mir alle Nebenwirkungen, die die Dämpfe des Trankes, den wir heute brauen werden, auslösen können. Forsch, entgegnete sie. Ich will keine Fragen beantworten, sondern wissen, warum Sie mich so behandeln. Ist es wegen Harry? Severus blieb ruhig und erklärte ihr lediglich: Beantworten Sie meine Frage, Miss Weasley. Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass ich Ihre Antwort selbstverständlich auch bewerten werde. Wütend kniff sie ihre Lippen zusammen. Auch wenn sie erwachsen war, so war sie doch seine Schülerin und musste ihm in diesem Sinne auch gehorchen, um keine weiteren Punkte zu verlieren, denn 5 waren heute schon weg. Sie ging davon aus, dass der Professor Harry eins auswischen wollte, weil er sie beide neulich wieder auf einem Gang beinahe erwischt hatte. Sie glaubte, dass es ihn ärgerte, sie nicht in Flagranti geschnappt zu haben, und weil er nichts gegen die beiden unternehmen konnte, wollte Snape ihr jetzt auf diese Art das Leben schwer machen. So begann sie, sich die von ihm geforderten Nebenwirkungen ins Gedächtnis zurückzufordern. Obwohl noch immer die Wut in ihr brodelte und am liebsten aus ihr herausbrechen würde,
Sie versuchte ruhig zu bleiben und zählte das auf, was ihr einfiel. Kopfschmerzen, Übelkeit, Herzrasen und Sie überlegte angestrengt, denn es wäre für sie blamabel, wenn sie heute nicht einmal mehr das wiedergeben konnte, was sie in den letzten 2 Wochen gelernt hatte. Da war noch eine Nebenwirkung. Aber welche? Was war das nochmal? Der Professor wartete ungeduldig, bis es ihr wieder einfiel, und da wurde ihr plötzlich klar, warum er ihr gegenüber heute so gehandelt hatte. Diese Erkenntnis ließ sie peinlich berührt auf den Boden blicken, und ihr entwich lediglich ein gehauchtes »Oh.« »Würden Sie das O bitte etwas detaillierter ausführen?« fragte er spöttisch. Mit gesenktem Haupt sagte sie leise die letzte der Nebenwirkungen. »Muskelkontraktionen.« Er ließ ihre Antwort für einen langen Moment im Raum stehen, bevor er sie, Arme vor der schmalen Brust verschränkt und mit überlegen klingender Stimme, fragte. »Und das könnte was zur Folge haben, Miss Weasley?« Ihre Antwort war kaum hörbar, als sie leise erwiderte. »Eine Fehlgeburt.« Gleich darauf schaute sie ihn mit reumütigem Blick an und sagte ehrlich, dass es ihr von ganzem Herzen leid tue. Sie bedauerte tatsächlich, ihm vor der Klasse widersprochen zu haben. Sie hatte ihn völlig falsch eingeschätzt, denn er wollte sie nur nicht im Klassenzimmer haben, weil es für ihr ungeborenes Kind eine Gefahr darstellte. Er verzog nur einmal kurz den Mund, bevor er sagte: 5 Punkte für die korrekte Aufzählung der Nebenwirkungen. Ich möchte, dass Sie, da die Schüler bereits schon mit dem Brauen begonnen haben müssen, durch mein Büro hinaus auf den Gang gehen. Warten Sie an der Tür zum Klassenzimmer, wo Sie gleich Ihre Schulsachen in Empfang nehmen können. Und vergessen Sie nicht, die Seiten 418 bis 422. »Mr. Malfoy, ich muss Ihnen heute noch einmal Blut abnehmen«, sagte Schwester Marie, die endlich wieder so fit war, um ihrem Beruf nachgehen zu dürfen, worüber sich Lucius still freute. Als sie bereits den Ärmel seines rechten Armes hochkrempelte, fragte er nörgelnd, fast wie ein Kind: »Oh, bitte, könnten wir nicht mal den anderen Arm nehmen? Ihre...« Er suchte nach einem Wort, welches seinen Missfallen über die andere Schwester zum Ausdruck bringen sollte, entschloss sich jedoch dazu, Schwester Marie zu schmeicheln, weswegen er mit den Worten fortfuhr: »Kollegin war es nicht würdig, Sie vertreten zu dürfen?« Schwester Marie lachte herzhaft und fragte: »Warum das denn nicht?« Lucius seufzte theatralisch, bevor er aufzählte: »Sie war grob, unpünktlich und plump.« »Und ich? Wie bin ich?« fragte sie neugierig und belustigt. »Sie sind das genaue Gegenteil Ihrer Kollegin«, antwortete er galant. Hier lachte Schwester Marie wieder, bevor sie fragte: »Was ist denn das Gegenteil von plump?« »Na was wohl? Leichtfüßig. Von mir aus auch beflügelt. Sie stoßen jedenfalls nicht ungeschickt an mein Bett, wenn sie daran vorbeigehen. Und außerdem, wenn sie Blut abnehmen, dann merkt man es kaum«, erwiderte er schmeichelhaft. »Na gut, dann den anderen Arm«, sagte sie, während sie seinen linken Unterarm befreite. Doch dann hielt sie plötzlich inne, denn ihr Blick fiel auf das dunkle Mal. Sie sog erschrocken Luft ein. Was Lucius dazu nötigte, sie zu fragen: »Was haben Sie denn?«
dann dämmerte es ihm. Es war sein linker Arm. Der Arm, den der dunkle Lord damals für sein Zeichen verwendet hatte. Betroffen und etwas peinlich berührt, sagte er: Oh, ich verstehe. Tut mir wirklich leid. Ich habe nicht mehr daran gedacht, wissen Sie? Dann doch lieber rechts. Er zog seinen rechten Ärmel von allein hinauf. Doch auch hier erschrak sie, bevor sie fragte: Bei Merlin, das war meine Kollegin? Das ist ja alles Blut unterlaufen. Das tut mir so furchtbar leid, Mr. Malfoy. Wir nehmen doch lieber den linken Arm. Als sie seinen linken Unterarm festhielt und mit der rechten Hand mittels Zauberstab Blut abnahm, welches sich in der kleinen Glasampulle auf dem Nachttisch materialisierte, bemerkte Lucius, dass Schwester Maries Hände zu zittern schienen. Haben Sie Angst vor mir? Fragte er unverblümt, aber mit ruhiger Stimme. Er hörte, wie sie zunächst schlucken musste, bevor sie erwiderte: Gibt es denn einen Grund für mich, Angst zu haben? Sie fürchtete sich vor ihm und das nur, weil sie das Mal auf seinem Arm gesehen hatte. Obwohl sie durchaus darüber informiert worden war, dass er ein Todesser aus Azkaban war. Freundlich fragte er: Würden Sie mir einen Gefallen tun? Sagen Sie mir bitte, wie das Mal aussieht. Ist es noch sehr deutlich? Das letzte Mal habe ich es betrachtet, als ich nach dem Sturz des Dunklen Lords in Azkaban aufgewacht bin. Da war es plötzlich so blass. Aber die dunklen Konturen waren noch sehr gut zu erkennen. Schwester Marie setzte sich neben Lucius aufs Bett und hielt seinen linken Unterarm mit zittrigen Händen, bevor sie sagte: Ja, es ist blass, aber kaum noch zu erkennen. Im ersten Moment sieht es aus, als wären es Narben wie von Schnitten. Aber wenn man genauer hinsieht, dann erkennt man es als das, was es ist. Narben von Schnitten? Zitierte er verdutzt. Heißt das, dass es nicht mehr dunkler ist als die Haut, sondern tatsächlich hell? Fragte er gleich darauf neugierig. Sie bejahte und erklärte nochmals, dass die Zeichnung von Totenkopf und Schlange hell wäre. Oh, wie gerne würde ich es sehen, schwärmte er. Er wusste, dass das Mal durch den Tod des Lords mit der Zeit nur noch unmerklich sichtbar sein würde. Aber dass es sich jetzt bereits nicht mehr dunkel, sondern hell auf seinem Arm abzeichnete, ließ ihn erleichtert aufatmen. Ab nächster Woche sind wir mit allen Tests durch. Dann wird man anfangen, ihre Augen zu behandeln. Hat Professor Puddle Ihnen schon erklärt, was genau man machen wird? Lucius bemerkte, dass sie etwas distanzierter klang als sonst. Der Anblick des Mals hatte sie ganz offenbar ein wenig aufgewühlt. Ja, hat er. Aber ich würde lügen, würde ich behaupten, ich hätte auch nur die Hälfte verstanden, erwiderte Lucius aufrichtig. Das Einzige, was er verstanden hatte, war, dass seine Blindheit das Resultat einer magischen Mutation war. Seine eigene Magie hatte sich nachteilig verändert. Doch als der Professor daraufhin auch noch erläuterte, dass die defekten magischen Teilstücke seiner Magie durch körperuneigene Magiesignaturen ersetzt werden könnten, da konnte er nicht mehr folgen. Magie, Mr. Malfoy, besteht wie Licht aus Korpuskeln und nicht aus Wellen. Das sind ganz winzige Teilchen, diese Korpuskeln. Und die bei ihnen nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen, die wird man, wenn es möglich ist, austauschen. Verstehen Sie? Erklärte Schwester Marie mit einfachsten Worten und in nur drei Sätzen. Und endlich verstand Lucius.
was Professor Puddle ihm 45 Minuten lang nicht begreiflich machen konnte. Beide unterhielten sich noch eine Weile, während Schwester Marie sich derweil um seinen wortkargen Zimmergenossen kümmerte und dessen Bett machte. Bevor sie gehen konnte, winkte er sie nochmal zu sich heran, und nachdem sie Platz genommen hatte, fragte er mit leiser Stimme: »Sagen Sie mir, Schwester Marie?« Er zögerte, beendete jedoch die Frage, die ihm schon seit langem auf der Zunge brannte: »Sind Sie reinblütig oder halbblütig?« Sie sprang vom Bett auf, bevor sie recht grantig erwiderte: »Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht, Mr. Malfoy.« Lucius blieb trotz ihres harschen Tones sehr ruhig, so dass sie dieses Mal etwas ruhiger fragte: »Warum wollen Sie das wissen?« Ihre Frage wiederholte er für sich selbst in Gedanken. Warum wollte er das wissen? Wollte er bestätigt wissen, dass sie reinblütig war, was seine Vermutung untermauern würde, alle netten, umgänglichen und intelligenten Menschen konnten eben nur reinblütig sein? Oder war es das schockierende Gegenteil, dass er sich von ihrer Antwort erhoffte, weil es seine jahrelangen Ansichten mit einem Male zunichte machen würde? Er würde aus allen Wolken fallen, wenn Schwester Marie sich als Halbblüterin zu erkennen gäbe, denn er respektierte sie und genoss ihre Gesellschaft. Er seufzte einmal, bevor er mit schwacher Stimme erklärte: »Ich möchte wissen, ob sich meine Meinung über Sie ändern würde, würde sich herausstellen, Sie wären...« Sie unterbrach ihn, legte alle Karten auf den Tisch und sagte monoton und schnell hintereinander: »Ich bin halbblütig. Meine Mom war ein Muggel und mein Vater war Dano Zolgath. Haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Sein Neffe ist Hüter der bulgarischen Quidditch-Nationalmannschaft.« Sie atmete aufgeregt, was Lucius nicht entgangen war. Sie schien noch mehr Furcht vor ihm zu haben, nachdem sie ihre Herkunft nun preisgegeben hatte. Schwester Marie beeilte sich, ihre Aufgaben in Mr. Malfoys Krankenzimmer so schnell wie möglich zu erledigen. Denn nachdem sie sich als Halbblut zu erkennen gegeben hatte, sagte weder er noch sie ein einziges Wort, was die Atmosphäre im Raum sehr frostig werden ließ. Zu gern hätte sie gewusst, was nun in seinem Kopf vorging. Sie fragte sich, ob er sie in Zukunft womöglich herablassend behandeln würde, nur weil ihre Mutter ein Muggel war. Mr. Malfoy sagte jedoch gar nichts mehr, sondern saß weiterhin ruhig auf seinem Bett und schien über die Situation nachzudenken. Die Erkenntnis über Schwester Maries Abstammung beschäftigte ihn. Erst das Geräusch einer sich schließenden Tür riss ihn aus seinen Gedanken. Es war ein seltsames und kaum zu beschreibendes Gefühl zu wissen, dass eine Frau, die er gut leiden konnte, eine Halbblüterin war. Die ganze Zeit über war er davon ausgegangen, dass sie mit ihren guten Manieren, ihrem hellen Köpfchen und ihrer gebildeten Ausdrucksweise aus einer angesehenen, reinblütigen Familie stammen musste, weswegen ihn ihre Antwort sprachlos gemacht hatte. Sein Vater hatte ihm früher immer gesagt, Muggel wären dumm, und die Bastarde, die sie mit Blutsverrätern in die Welt setzen würden, hätten noch weniger Verstand als ihre Eltern. Doch die anderen Todesser hatten immer wieder Geschichten von dummen Halbblütern oder von dämlichen Squibs erzählt, die nicht nur ihre Magie, sondern auch ihren Verstand eingebüßt hatten. Sein Vater hatte die Reinblütigkeit immer so ausgelegt, als wäre sie das Beste vom Besten, weswegen die höchste Priorität jene war, das Geschenk des puren Blutes unbedingt fortbestehen zu lassen. Alles andere, alles,
was nicht rein war, war getrübt, verfälscht, befleckt und somit schon rein magisch gesehen minderwertig und verachtenswert. Es ging Lucius gegen den Strich, dass Schwester Marie ein Halbblut sein sollte. Er wollte, dass sie reinblütig war, denn dann könnte er zumindest erklären, warum er sie mochte. Im August sollten die Schüler Ferien bekommen, damit sie am 1. September mit den Erstklässlern ein neues Schuljahr beginnen konnten. Harrys 22. Geburtstag, der 31. Juli, stand vor der Tür. Doch ihm war ganz und gar nicht nach Feiern. Nicht nur, weil spionierende Hauselfen ihm das Leben erschwerten. Sein eigener Geburtstag brachte ihn immer dazu, über sein eigenes Leben nachzudenken. Nachdem er 17 Jahre alt geworden war, hatte er laut Gesetz der magischen Welt auch die Volljährigkeit erlangt. Er hatte den Dursleys, seinen einzigen Blutsverwandten, und dem Blutzauber, der ihn im Lingusterweg beschützt hatte und der mit seinem Geburtstag seine Wirkung verloren hatte, den Rücken gekehrt. Sein neues Leben startete er damals bei den Weasleys, die ihn so liebevoll wie einen verlorenen Sohn willkommen geheißen hatten. Besonders Ron hatte sich darüber wie ein Wahnsinniger gefreut, mit Harry jetzt unter demselben Dach zu wohnen. Am Frühstückstisch in der großen Halle sitzend, musste Harry schmunzeln, als er sich daran erinnerte, wie Ron damals begeistert vorgeschlagen hatte. »Wir können ja deine Haare rot färben, Harry. Dann nimmt dir jeder ab, dass du einer meiner Brüder bist.« Sein bester Freund empfand ihn schon immer als seinen eigenen Bruder. Und Ron wollte das am liebsten auch nach außen hin für jedermann sichtbar machen. Ron war damals neben Ginny der einzige der Weasleys, der noch bei den Eltern gewohnt hatte. Und so hatten beide aufgrund der vielen leerstehenden Zimmer im Fuchsbau genügend Platz, um auch einmal Zeit für sich zu haben, wenn es notwendig war. Molly war für Harry in den ganzen Jahren, in denen er den Fuchsbau sein Zuhause nennen durfte, mehr und mehr wie eine Mutter geworden. Und Arthur wurde nicht nur ein liebevoller Vaterersatz, sondern auch ein enger Freund. Sirius hatte ihm einmal erzählt, dass er mit nur 16 Jahren von zu Hause ausgerissen war und bei Harrys Vater und dessen Eltern aufgenommen worden war. Irgendwie schien es daher richtig, dass Harry ebenfalls bei seinem besten Freund Unterschlupf gefunden hatte. Nächste Woche würden die Ferien beginnen. Nächste Woche hätte er Geburtstag. Bestimmt würden die Dursleys ihm aus purer Gemeinheit wieder eines ihrer boshaften Geschenke schicken. Letztes Jahr hatte Harry ein unscheinbar wirkendes Päckchen von ihnen ungeöffnet in den Kamin geworfen, weil er die Freude über die Geschenke von den Weasleys, von Sirius, Remus und all den anderen Menschen, die er lieb gewonnen hatte, nicht durch eine Gemeinheit seiner Verwandten wieder zunichte machen wollte. Harry seufzte, als er sich Honig auf seinen Toast tröpfelte. Egal, wo er sich aufhielt, sein persönlicher Spion war auch bei ihm. Während des Unterrichts, in der großen Halle beim Essen, in Severus Räumen, beim Spazierengehen mit dem Hund und sogar nachts in seinem Schlafzimmer, sodass Harry nur noch selten erholsamen Schlaf fand. Niemand konnte die Elfen sehen, bis auf Harry und Harry. Der Hund war von der Anwesenheit der kleinen Spione ganz schön aufgekratzt. Mit zittrigen Fingern biss Harry von seinem Toast ab, als sein Elf plötzlich genau vor ihm auf dem Tisch sprang, sodass er unmerklich zusammenzuckte, jedoch noch immer offenkundig genug für Severus, der wie üblich neben ihm saß und dem sein Unbehagen nicht entgangen war. »Alles in Ordnung, Harry?« fragte Severus, der sich unter Dach Harry ein wenig Kaffee einschenkte. Harry nickte nur, woraufhin Severus leise fragte. »Sind Sie noch da?« Mit großen Augen blickte Harry seinen Kollegen an, der gleich darauf
damit Albus nicht misstrauisch werden sollte, anfügte. Die Kopfschmerzen. Sind sie noch da? Das Wort Kopfschmerzen war mittlerweile ein Synonym für spionierende Hauselfen geworden, was Harry im ersten Augenblick entfallen war. Aber er antwortete letztendlich guten Gewissens. Tag und Nacht. Ich halte das nicht mehr lange aus, Severus. Severus kniff besorgt die Lippen zusammen, denn Harrys Worte klangen so verzweifelt. Sein junger Kollege war mit den Nerven am Ende. Der ständig anwesende Elf machte ihn mürbe und dadurch auch unachtsam. Im Unterricht für Verteidigung hatte es letzte Woche einen Zwischenfall gegeben, denn ein Glumbumble, ein unscheinbares, magisches Insekt mit graupelzig behaartem Körper, hatte Meredith Bärbaum gestochen. Das war an sich nicht lebensbedrohlich, doch da ein Glumbumble ein schwermuterzeugendes Sekret bei ihrem Stich absonderte und Meredith durch den Verlust ihrer gesamten Familie eh schon wegen einer schweren Depression bei Madame Pomfrey in Behandlung war, hätte dies beinahe zu einem Suizidversuch geführt. Die letzte Woche vor den Ferien würde Meredith im Krankenflügel verbringen müssen. Auf seine Empfehlung hin hatte Poppy der Schülerin ein Euphorie-Elixier gebraut, welches die Auswirkungen des Glumbumble-Stichs neutralisieren sollten. Nach dem Vorfall machte sein junger Kollege sich große Vorwürfe und es benötigte eine stundenlange Unterredung, um Harry davon abzubringen, seinen Job an den Nagel zu hängen. Letztendlich konnte Miss Bärbaum ihren Lehrer für Verteidigung davon überzeugen, sich keine Sorgen mehr um sie und keine weiteren Gedanken über den Vorfall zu machen. Haben Sie schon gehört, dass Pomona nun ganz offiziell die Erziehungsberechtigte von Miss Bärbaum geworden ist? Fragte Severus, um Harry mit etwas Konversation abzulenken. Tatsächlich? Das ging ja schnell. Bei uns, also den Muggeln, braucht sowas immer ewig. Meistens kommen die Kinder erst in ein Heim oder zu Pflegeeltern oder, noch schlimmer, zu irgendwelchen Verwandten, die man nicht kennt und die man gar nicht ausstehen kann, erklärte Harry mit verzogenem Gesicht, weil er sich erneut an sein Leben mit den Dursleys erinnerte. Nun, das finde ich wirklich bedauerlich für die Muggel. In der Zaubererwelt haben Kinder in solchen Situationen mehr zu sagen. Nach einem ausführlichen Gespräch mit einem Jugendvertreter des Ministeriums steht sehr bald fest, wo das Kind bis zum 17. Lebensjahr bleiben darf. Noch etwas Kaffee? Fragte Severus, der bereits die Kanne hob, doch Harry winkte ab. Harry versuchte, den aufdringlichen Hauself zu ignorieren, der seine Aufgabe etwas übertrieben erledigte. Es schien, als wäre der Elf nicht wirklich klug, und mittlerweile bezweifelte Harry, dass der Spion zu etwas anderem fähig wäre, als lediglich das an Albus weiterzugeben, was er wirklich gesehen und gehört hatte. Was bedeutete, dass der Hauself zum Beispiel ganz offensichtlich bisher nicht dahinter gekommen war, was mit Kopfschmerz er selbst gemeint war. Wenn man sich schlau anstellen würde und Dinge so umschreiben könnte, dass sie für andere eine normale Unterhaltung darstellten, dann wäre es wahrscheinlich, sich über Codes austauschen zu können, während der Spion von einer normalen Unterhaltung ausging. Ich überlege, ob ich mit Ginny in den Ferien auch mal nach Hogwarts gehe, träumte Harry laut. Aufgrund der hochgezogenen Augenbraue seines Kollegen erklärte Harry. Sie bleibt hier, in Hogwarts. Die Geburt steht Ende August bevor und außerdem wollen die Weasleys nach Rumänien. Molly wollte sie erst mitnehmen, aber als Charlie ihr klarmachte, dass das Baby, sollte es dort zur Welt kommen, automatisch die rumänische Staatsbürgerschaft bekommen würde, wollte sie das dann doch nicht. Severus grinste nur kurz in sich hinein, weil er sich Mollys verdutztes Gesicht vorstellen konnte, als Charlie ihr die Situation erklärte. Trotzdem rügte Severus seinen Kollegen und entgegnete mit flüsternder Stimme. Miss Weasley ist nicht die einzige Schülerin, die über die Ferien in Hogwarts verweilen wird. Und sie ist auch nicht die einzige Schülerin, die ihrer Aufmerksamkeit bedarf. Miss Bärbaum und Mr. Foster werden auch über die Ferien hierbleiben.
Albus hätte sicherlich nichts dagegen, wenn Sie, Harry, mit den verbleibenden Schülern einen kleinen Ausflug machen, um ihnen Abwechslung zu verschaffen. Etwas lauter, fragte Severus, ohne seinen Blick von seiner Kaffeetasse abzuwenden. Das ist doch korrekt, Albus. Der Direktor, der zwei Plätze weiter neben Severus saß, erklärte unverhofft mit fröhlicher Stimme. Ja sicher, das wird die Schüler freuen, Harry. Ungläubig beugte Harry sich am Tisch nach vorne, um Albus zu betrachten, dem offenbar gerade eben eingeleuchtet war, dass er mit seiner Antwort zu verstehen gegeben hatte, jedem Wort gelauscht zu haben. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.